Herzlich willkommen Leute und viel Spaß bei unserem Karlchen-Knack-Video Karlchen und die Ghostbusters. Mal sehen, was passiert. Was riecht denn da so lecker? Na gut, dann wird's mal Zeit zum Aufstehen. Na du, wo ist denn Carla? Sie etwa schon aufgestanden? Karlchen, komm runter. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh ja, so kann der Tag doch gerne anfangen. Da bin ich ja gespannt, was Carla für mich vorbereitet hat. Da bin ich, Liebling. Das riecht aber lecker. Da bist du ja endlich, Karlchen. Los, setz dich hin. Dann können wir auch gleich anfangen. Ja, das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Oh, sieht das alles gut aus. Danke, Carla. Sag mal, aber wofür das eigentlich alles? Etwa, weil ich so großartig bin? Das natürlich auch, Karlchen. Aber vielleicht hilft dir das hier ein bisschen auf die Sprünge. Tada! Wow, mein Lieblingskuchen. Mann, oh Mann, heute ist echt mein Glückstag. So, es ist angerichtet. Mmh, lecker. Yummy. Oh, Mann, ist das gut. So, Karlchen. Da es dir ja jetzt so gut geschmeckt hat, habe ich noch eine Überraschung für dich. Noch eine Überraschung? Okay, ich bin ganz Ohr. Und zwar habe ich ein Geschenk für dich. Pack doch mal aus. Oh wow, ein Geschenk für mich. Und das nur, weil ich so großartig und genial bin, stimmt's? Okay, ich pack's direkt mal aus. Was ist denn das? Ach, eine neue Mütze. Oh, cool. Mann, sieht die toll aus. Na, die setze ich doch gleich mal auf. Und Carla, was meinst du? Steht sie mir? Ganz fabelhaft, Karlchen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt bist du dran, Karlchen. Ich bin gespannt, was du hast. Hä, was meinst du? Ich dachte, die Sachen sollen mir nur zeigen, wie sehr du mich liebst und wie großartig ich bin. Nein, Karlchen. Weißt du etwa nicht, was heute für ein Tag ist? Mittwoch. Auch, Karlchen? Aber das meinte ich nicht. Denk mal scharf nach. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja. Heute ist doch Waschtag, stimmt? Ich soll dir heute meine dreckigen Socken geben. Nein, Karlchen, das nicht. Weißt du es etwa wirklich nicht? Oh, oh, ich glaube, ich habe soeben den Drachen geweckt. Mir reicht es mit dir, Karlchen. Du bist ein unsensibler, vergesslicher und schlampiger Kerl. Was ich an dir finde, weiß ich schon gar nicht mehr. Es reicht, Karlchen. Wow, wow. Vergiss deinen Koffer nicht. Carla, warum? Carla, bitte, überleg sie nochmal. Du kannst mich doch nicht einfach rauswerfen. Das ist immerhin unser Versteck. Und die Mütze will ich auch wieder haben. Carla, Liebling, ich bitte dich. Lass dich hier nicht wieder blicken, ehe du weißt, was heute für ein Tag ist. Langsam kannst du mir gestohlen bleiben. Leb wohl. Carla, komm schon, Carla, das kannst du doch nicht machen. Tja, egal was es ist, ich scheins ordentlich vermasselt zu haben. Na gut, dann habe ich wohl keine andere Wahl, als mich auf die Suche nach einer neuen Bleibe zu machen. Oh Mann, ich hab's echt vermasselt, glaube ich. Gestern war sie doch noch so fröhlich und hat schön Essen gekocht. Und plötzlich wirft sie mich raus. Was kann's denn nur gewesen sein? Ach Carla, was soll ich nur tun ohne dich? Entschuldigen Sie, Sir. Hä? Wären Sie bitte so freundlich, das Gelände des Einkaufscenters zu verlassen. Entweder Sie gehen rein und kaufen etwas, oder ich bitte Sie zu verschwinden. Du willst mich also gerade rauswerfen? Da kommst du zu spät, Kumpel. Das wurde ich heute schon. Von meiner Freundin. Tut mir wirklich leid, Sir, aber ich muss Sie wirklich bitten, dieses Gelände zu verlassen. Aber, wo soll ich denn hin? Hier kann ich mir ja wenigstens noch was zu essen klauen, kaufen. Fragen Sie doch einfach mal einen Ihrer Freunde. So würde ich es jedenfalls tun. Und jetzt bitte gehen Sie. Ach ja, Freunde, stimmt. Ich habe ja am Männertag ein paar kennengelernt. Na gut, dann versuche ich es einfach mal bei Ben in der Feuerwehrstation. Ben ist doch ein Mensch der Sicherheit. Der wird mich sicherlich nicht einfach unter freiem Himmel schlafen lassen. Los geht's. Ach hey, Karlchen, das klingt ja übel. Einfach von der Freundin rausgeworfen. Und du hast keine Ahnung, warum? Nein, nicht den leisesten Schimmer. Sie hatte aus irgendeinem Grund ein Geschenk erwartet. Dann ist sie rot geworden und hat mich sang- und klanglos rausgeschmissen. Tja, du, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber mit dem Schlafen, du, das wird leider nichts. Ach komm schon, Ben, bitte, ich brauche nur ein Schlafort, das kann irgendwas sein.
Du bist doch ein Mann der Sicherheit. Willst du mich wirklich einfach unter einer Brücke schlafen lassen? Das könnte gefährlich sein für mich. Kannst du das verantworten? Immer ruhig, Karlchen. Ich habe nur gesagt, du kannst nicht bei mir zu Hause schlafen. Denn ich befinde mich gerade im 24-Stunden-Dienst und so lange schläft Mutti bei mir. Und wenn du der über den Weg laufen würdest, ja, das kann ja heiter werden, dir zu erklären, warum ich ein Gangster in meine Wohnung lasse. Aber du kannst hier in der Feuerwehrstation schlafen, wie ich auch. Wir haben noch das ein oder andere Klappbett, was du benutzen könntest. Oh, wirklich? Wow, Ben, echt, du bist meine Rettung. Zum Glück haben wir uns kennengelernt. Aber eins kann ich dir schon mal sagen, Karlchen. Das wird kein Vergnügen, hier zu schlafen. Du solltest dich schnell nach einer anderen Unterkunft umschauen. Hm, wieso denn? Sieht doch eigentlich ganz kuschelig aus. Tja, du, das wirst du nachher noch bemerken. Schau mal hinter dir. Wieso? Was ist das? Naja, das ist unsere Feuerwehrklingel. Und was soll damit los sein? Ist ja kein großes Problem. Tja, diese Klingel springt immer an, wenn es einen Notfall gibt. Und das ist quasi... so ziemlich alle 5 Minuten. Also dann, Karlchen, es gibt einen Einsatz, ich muss los. Wir sehen uns später. Manfred, Alfred, es geht los! Na gut, Klappbetten. Ich hatte schon Bequemeres, aber ich will mich nicht beklagen in meiner Situation. Na gut, dann Koffer zur Seite und ausklappen. Mit dieser Klingel da komme ich schon klar, ist besser als nichts. Na dann, gute Nacht. Oh, oh. Was? Och, die Klingel. Okay. Oh, schon wieder. Dabei war ich gerade weggeschnarcht. Na, oh, jetzt reicht's. So kann man echt nicht schlafen. Es hält ja keiner aus. Ich gehe. Alles ist besser als diese nervtötende Klingel. Ja, Klingel ist ja gut, ich hab's verstanden. Ich muss hier weg. Aber wo kann ich noch hin? Na, ja, mal überlegen. Also da, das bringt nichts. Hat er. Hätte Probleme. Präsidente. Ah nee, der ist ja wegen mir im Knast. Hab ich gut gemacht. Ach, ich hab's. Bob. Ich hab ja Bob den Bademeister kennengelernt beim Herrentag. Der hat doch bestimmt noch ein Plätzchen auf der Couch für mich. Ich frag mal nach. Okay, hier wohnt also Bob. Na gut, dann versuche ich mal mein Glück. Hoffentlich kann ich hier schlafen. Hallo, Bob. Bob, bist du da? Was? Ach, Karlchen. Was führt dich denn zu mir? Du, Bob, ich bräuchte deine Hilfe. Ich bin in einer verzwickten Situation. Meine Freundin hat mich zu Hause rausgeworfen und ich brauche einen Schlafplatz. Ich war schon bei Ben in der Feuerwehrstation, aber das ist schrecklich da. Überall diese Klingel. Brrr, ständig. Ich habe kein Auge zubekommen. Kann ich vielleicht bei dir schlafen? Das wäre echt meine Rettung. Na klar, Karlchen, kein Problem. Freunden hilft man auch immer. Komm rein, wenn dir meine Couch ausreicht. Juhu, wow, cool, Bob, super. Hier, Karlchen, das ist meine Couch. Auf der kannst du schlafen, wenn du magst. Die kann man sogar ausklappen. Super, Bob, die ist echt klasse. Mach dir keine Umstände, ich klatsch mich einfach drauf. Okay, alles klar, dann machst du gemütlich. Oh, das war mein Essen. Geh mal schnell hin, sonst brennt's doch an. Alles klar, Mahlzeit, Bob. Gut, dann werde ich mich mal direkt aufs Ohr hauen. Ich bin vielleicht fertig. Oh, tut das gut. Oh, diese verdammte Sirene verfolgt mich bis in die Träume. Naja, ich schlafe einfach weiter. Karlchen, wach auf, schnell. Los, beeil dich. Das ist wichtig. Was, Bob? Was ist denn los? Du sagtest doch, ich kann hier schlafen. Ja, ich weiß, warum geht's auch nicht? Ich war ein bisschen dusselig, ich habe vergessen den Herd auszumachen. Jetzt brennt die Bude. Schnell, wir müssen hier raus. Was, hier brennt's? Wow, warum sagst du das denn nicht gleich? Schnell raus. Oh Mann, ey, schon wieder. Zum Glück bin ich gut versichert. Passiert dir sowas etwa öfters, Bob? Ja, ich bin manchmal ein bisschen tollpatschig. Ich rufe am besten sofort Ben an, der wird das schon wieder richten. Hallo, Ben? Hier ist Bob. Ja, es ist schon wieder passiert. Alles klar, Bob. Wir sind schon unterwegs. Schau mal, Karlchen, da kommen sie. Gut, da sind wir. Aufgepasst! Feuerwehrmann Ben im Einsatz! Okay, Männer, ihr wisst Bescheid. Wir gehen wie folgt vor. Alfred, du löscht mit dem Schlauch das Gröbste Feuer. Und Manni? Feuerlöscher? Ganz genau. Du gehst mit dem Feuerlöscher ran. In Ordnung. Dann los, Leute. Jawohl, Chef. Tut mir echt leid, Karlchen. Jetzt kannst du wohl doch nicht mehr hierbleiben. Meine Couch ist jetzt Asche.
Was machst du jetzt? Ja, kann man nichts machen. Ist blöd gelaufen. Ich versuche woanders unterzukommen. Aber was machst du jetzt, Bob? Ach, mach dir keine Sorgen. Ich frag einfach Mutti. Oder Frau der Bademeisterin. Bei einer von beiden wird schon klappen. Na gut, in Ordnung. Ich werde mich dann auch mal auf die Suche machen. Mach's gut, Bob. Tschüss, Karlchen. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ich bin hundemüde und ich finde einfach keine Unterkunft. Na gut, eine Chance habe ich noch. Ich habe gehofft, ich muss sie nicht nutzen, aber... Naja, dann werde ich jetzt mal Toni fragen. Hoffentlich hat er ein Herz und lässt mich rein. Was? Was ist denn jetzt kaputt? Achso, das Telefon. Wer kann das denn sein? Ja, hallo? Hey, Toni, hier ist Karlchen. Du, ich stecke in mega Schwierigkeiten. Karlchen, du bist es. Ich hab doch gesagt, du sollst ja nur anrufen, wenn was Wichtiges ist. Was hast du jetzt schon wieder angestellt? Erzähl schon. Nichts. Ich habe kein Verbrechen begangen oder so. Was denkst du nur von mir? Na gut, ehrlich gesagt, denke ich auch so von mir. Aber egal. Nein, Toni, ich habe ein Problem. Bitte, du musst mir helfen. Ja, worum geht's denn? Wo ist hier der Notfall? Was ist wichtig? Toni, es ist ein Notfall. Was denkst du, warum ich dich anrufe? Du bist meine letzte Hoffnung. Okay, in Ordnung, Karlchen. Wo bist du? Ich komme hin, wir können uns dort treffen. Karlchen, bitte sag mir nicht, dass du gerade bei mir klingelst. Jupp, lässt du mich nun rein oder nicht? Okay, Karlchen, jetzt erzähl doch mal, was ist passiert? Karl hat dich etwa rausgeworfen. Ja, ganz genau. Was? Wirklich? Ist das witzig? Ich glaub's ja nicht. Der große Karlchen Knack wurde von seiner Freundin rausgeschmissen. Tut mir leid, Karlchen, aber du machst Witze, oder? Nein, ich mach keine Witze. Warum auch immer hat Carla von mir ein Geschenk erwartet. Und als ich das nicht hatte und ich wusste warum, hat sie mich rausgeworfen. Ich war auch schon bei Ben und habe dort gefragt, aber da habe ich es nicht ausgehalten wegen dieser blöden Klingel. Dann war ich bei Bob, aber dem ist das Haus abgebrannt. Deswegen, Toni, ich habe keine andere Wahl mehr. Kann ich bitte bei dir bleiben? Ich bin auch ganz artig, versprochen. Was, Karlchen? Du willst bei mir bleiben? Naja, so gar keinen Fall. Ich kenne dich, Karlchen. Wenn ich dich hier lasse, ist morgen meine Bude leer. Echt ein guter Witz, Karlchen. Nein, Toni, ich mein's ernst, bitte. Karlchen, Mann, du bringst mich echt zum Lachen. Will der alleine hier bleiben? Nee, Karlchen, komm, ich bringe dich mal schön raus. Such dir mal was anderes. Will der bei mir bleiben? Blöder Toni. Die Bandido City Polizeizentrale. Na gut, das ist jetzt echt meine letzte Chance. Wenn es hier nicht klappt, dann war's das. Na dann, ich versuch mal mein Glück. Einen schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Hä? Moment mal, du bist doch Karlchen Knack. Was musst du denn hier? Willst du dich stellen? Ja, ganz genau. Ich wollte mal fragen, ob hier noch eine Zelle frei ist. Na, was hast du denn angestellt? Nach dem letzten Mal, als Toni dich freigelassen hat aufgrund deines Schreibfehlers, hast du nichts mehr angestellt. Na, du weißt schon, ich habe dies und das angestellt. Mein Gott, brauchst du echt einen Grund, um mich einzubuchten? Ich bin Karlchen Knack. Meine Akte ist so dick wie ein Lexikon. Na gut, aber der Richter hat dich von allem freigesprochen. Also zurzeit gibt's keinen Grund, dich einzuknasten. Wir sind eher auf der Suche nach den Leuten dahinter dir auf der Fahndung. Was? Fahndungsliste? Aha. Frechheit, warum bin ich da nicht drauf? Okay, das heißt jetzt also im Klartext. Obwohl ich, der große Karlchen Knack, hier bin und mich eines Verbrechens stelle, willst du mich nicht einsperren? Ja, genau. Na gut, mal überlegen. Haha, ich habe die Kaffeetasse eines Polizeibeamten geklaut. Das ist ja wohl gegen das Gesetz. Nee, du, sorry. Das sind Geschenke von der Bandido City Polizeizentrale. Die kann jeder mitnehmen. Kannst sie gern behalten. Oh Mann, ey, da will man einmal freiwillig ins Gefängnis und dann sowas. Wisch ich hier den dümmsten Bullen überhaupt. Na gut, okay. Also dann, mach's gut. Dann muss ich wohl weiterziehen. Ich werde schon irgendwas finden. Ich bin immerhin der große Karlchen. Knack. Oh Mann, was für ein mieser Tag. Ich komme bei Ben nicht unter, ich komme bei Bob nicht unter. Toni lacht mich aus und in den Knast habe ich auch nicht. Oh, na toll, jetzt regnet es auch noch ganz toll. Und nun, vielleicht kann ich mich ja mal kurzzeitig in der Hütte hinter mir verstecken. Was ist das überhaupt für ein Haus? Ich glaube, das steht schon seit Jahren leer. Na gut, das sieht mir aber erstmal nach einer Möglichkeit aus. Ich denke, darin werde ich es mir bequem machen. Mann, ist das groß hier und auch ganz schön staubig. Ich glaube, hier war schon länger niemand mehr. Oh, was sehe ich da, eine Pritsche. Ist ja genau wie im Knast. Fühle ich mich ja direkt wie zu Hause. Okay, Gott, ich bin so müde. Ich werde mich direkt aufs Ohr hauen. was ist denn das? Regnet sie etwa durch? Bloß weg damit. Bäh.
Hallo. Ein Gespenst, ein Gespenst. Erwischt. Was war das? War das ein waschechtes Gespenst? Oh Mann, na gut, ich glaube, ich habe es erstmal abgehängt. Okay, mal schauen, wie komme ich hier am schnellsten wieder raus? Ich muss unbedingt hier weg. Und das am besten ohne diesen Schleimhaufen nochmal über den Weg zu rennen. Nimm doch die Feuerleiter. Oh ja, die Feuerleiter ist eine gute Idee. Danke, Gespenst. Noch ein Gespenst. Los, weg hier. Endlich mal wieder etwas Frischfleisch. Ich hab Angst. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Oh nein, eine Sackgasse. Und da auch. Was ist das denn? Wo sind sie denn hin? Hey, was war das? Nicht, dass ich mich nicht freuen würde, aber was ist passiert? Das können wir dir erklären. Who you gonna call? Ghostbusters! Wir sind die Ghostbusters und wir haben keine Angst vor Gespenstern. Mann, oh Mann, kaum ist man einmal auf einem längeren Einsatz unterwegs, hat man sofort wieder Geister im Haus und, dich. Wer bist du eigentlich? Und wie bist du hier reingekommen? Na, durch die Vordertür, war nicht abgeschlossen. Wankman, wir sprechen uns später. Gut, also, wer bist du? Ich bin Karlchen Knack und meine Freundin hat mich rausgeschmissen. Ich habe alle möglichen Leute abgeklappert, aber konnte nirgendwo unterkommen. Und am Ende, ja, bin ich hier gelandet. Und plötzlich wurde ich hier von einem Geist angegriffen. Kaum bin ich dem entkommen, kam er schon der Nächste. Und dann kamt ihr. Also vielen Dank nochmal, Leute. Oh je, das ist aber hart. Von der eigenen Freundin rausgeworfen. Was hast du denn angestellt? Das ist ja das Schlimme. Ich habe keine Ahnung. Sie hat mir schön Essen gemacht, mir ein Geschenk gegeben und dann hat sie wohl auch eins erwartet. Aber ich wusste gar nicht wofür. Ich habe keine Ahnung. Ein Geschenk also, hm? Naja, dann wird es ja schon was Wichtiges gewesen sein. Bist du sicher, dass nichts Besonderes war? Geburtstag oder irgendwas? Nein, nein, der Geburtstag war schon. Och Mann, ich weiß es nicht. Da kennt man sich jetzt schon ein Jahr und die wirft mich einfach so raus. Na Moment mal, sagtest du seit einem Jahr? Etwa seit genau einem Jahr? Ja, warte mal überlegen, also Sinn, zwei im Sinn. Ja, genau vor einem Jahr, da habe ich sie kennengelernt, da hat sie die Bank ausgeraubt. Mann, war das romantisch. Na also, da hast du doch deine Antwort, oder? Du hast den Jahrestag vergessen. Zu Recht, hätte ich dich auch ausgeworfen. Oh Mann, ihr habt recht, der Jahrestag, wie konnte ich ihn nur vergessen? Oh Gott, die arme Carla. Okay, ich muss ihr unbedingt ein Geschenk besorgen. Und zwar das Beste der Welt. So Leute, wenn ihr wissen wollt, was für ein Geschenk ich besorge, dann abonniert doch meinen Kanal. Dafür klickt ihr hier links oben einfach auf mein rundes Gesicht. Und wollt ihr direkt weiterschauen, drückt auf eins der beiden Videos rechts im Bild. Na dann Leute, macht's gut.